Herzlich willkommen zu Music Talk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hi, hallo. Herzlich willkommen hier bei Music Talk, beim Podcast. Liebe Zuschauer an den Empfangsgeräten, wo ihr auch immer seid. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema: Raumakustik und digitale Einmessung bei Studiomonitoren und das Ganze an einem Praxisbeispiel. Wir haben nämlich heute zum ersten Mal dabei eine Koryphäe der 80er Jahre, des 80er Jahres Synthie-Pops, Sven Doro von der Band The Twins. Oder waren es nur die Twins, Sven? Hallo. Nein, das war so ein bisschen immer strittig. Eigentlich ist es The Twins, aber manchmal wurden wir auch nur Twins genannt. Jedenfalls nicht Thomson Twins und auch nicht Cocteau Twins. Okay. Ganz genau. Du bist in Berlin, hast dort in deiner tollen Wohnung, wo ich dich auch mal besuchen durfte, zum Helfen beim Einmessen, auch dein Tonstudio drin. Und da hat sich jetzt einiges getan. Ja, ich hatte ja eigentlich in den 80er und 90er Jahren ein großes Tonstudio in Schöneberg in der Hauptstraße. Das war zwei Häuser entfernt, wo David Bowie sich umtat in dieser Zeit auch und etwas später danach. Und war eigentlich gewöhnt, mit einer 24-Spur-Maschine, also richtig mit einem großen Equipment zu arbeiten. Und ab 2003 bin ich zum Potsdamer Platz gegangen, habe dafür 7 Jahre quasi Wohnen und Studio zusammen gehabt und dann anschließend nach Charlottenburg hier in der Nähe vom Kudamm habe ich eine größere Altbauwohnung, die sich dadurch erstmal auszeichnet, dass sie doch eine relative Deckenhöhe von 3,60 Meter hat, was so der Standard für größere Berliner Altbauwohnungen ist. Und ich habe dort einen Raum reserviert. Wir haben inzwischen hier auch schon eine LP-CD gemacht 2018 und natürlich Sven, viele kleinere Produktionen. Ja? Ich grätsch da mal kurz rein. Wir sollten erstmal unsere anderen Gäste vorstellen. Dann, wir gehen da gleich komplett rein und du kannst uns die ganze Historie da nochmal genau erzählen. Oh, wir haben natürlich, nämlich dabei, wir haben dabei noch Kevin Kleinschmidt von Hofer. Und den haben wir dabei, weil Hofer bei deinem neuen Studio geholfen hat mit Absorbern, mit Bassfallen, wir werden das alles sehen, mit der Studioplanung, deinen Raum bestmöglichst akustisch vorzubereiten. Hallo Kevin. Hallo zusammen. Genau. Und wir haben zu guter Letzt einen auch altbekannter Gast, der Rick Beato des Saarlands. Wir haben Johannes Siegler von KS Digital, denn du hast dich auf meine Empfehlung, beziehungsweise du bist bei mir vorbeigekommen, Sven, und hast dir meine KS Digital Monitor angehört und hast dann gesagt, die brauche ich auch. Hallo Johannes. Hallo zusammen. Perfekt. So, jetzt haben wir alles vorgestellt. Und Sven, jetzt kannst du direkt weiter erzählen, wie ist es zu dem aktuellen Studioraum gekommen? Ja, eigentlich ist der Wunsch aufgekommen, doch hier ein bisschen genauer zu hören. Man hat damals sich immer hier beholfen mit Kopfhörern und auf einer anderen Anlage mal hören. Und irgendwann kam dann doch der Wunsch auf, diesen Raum, den ich habe, der ist also so gesehen relativ klein. Ich sag's gleich mal, der ist ungefähr 4,5 Meter. Mal 3,50 Meter oder 3 Meter ungefähr groß, den doch so akustisch zu optimieren, dass man dann hier auch vernünftige Mischungen, sagen wir mal, von den Boxen her machen konnte. Ich muss dazu noch ganz kurz sagen, dass ich vorher oder immer noch habe diese Neumann 120er Boxen. Und nachdem ich nun bei dir war und auch noch bei einem Bekannten, der die A100 hat, das sind die kleinere Ausführungen, dass ich dann gesagt habe, so, wenn ich mir schon so gute Boxen dann hinstelle, dann muss der Rest der Akustik eigentlich auch funktionieren. Das stimmt. Kannst du aus deinem Gefühl sagen und damit gleich jetzt hier die Konkurrenz zwischen Hofer und KS Digital entfesseln, was meinst du, ist wichtiger für dich gewesen, Raumakustik oder Lautsprecher? Also ich muss da ganz ehrlich sagen, dass grundsätzlich erstmal die Raumakustik schon ein ganz wichtiger Faktor ist. Weil wenn man das nicht drin hat und einfach nur gute Boxen hat, dann kriegt man die meiner Ansicht nach nicht so neutral zum Klingen oder wie man es dann eigentlich auch haben will und wie es dann auch für andere Räumlichkeiten und andere Leute gilt. Ich glaube einfach, das ist ein Zusammenspiel, aber ohne eine vernünftige Akustik klingen meiner Ansicht nach die besten Boxen nicht. Ich denke mal, das wird mir Johannes auch irgendwie bestätigen, obwohl er ja davon lebt. Genau. Kevin, wir gehen mal zu dir. Wann hast du zum ersten Mal von dem Projekt erfahren und was habt ihr dann letztendlich, wo sind die Probleme des Raumes
Was habt ihr empfohlen und wie viel von der Planung wurde am Ende dann auch umgesetzt? Weil am Ende ist es ja auch eine finanzielle Sache. Will man das volle Programm? Will man nur ein paar Deckensegel oder irgendwas? Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist von Seiten Hofer Akustik. Ja, also erfahren habe ich davon, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, Anfang des Jahres circa. Das ging über meinen Kollegen, den Philipp, der leitet das dann im Haus weiter. Mensch, da ist jemand, der hat die und die Idee, der möchte seinen Raum machen. Und da war da auch zu dem Zeitpunkt schon der Plan klar, dass es vielleicht ein Video darüber gibt, kleine Präsentation. Und dann habe ich angefangen, oder der Philipp hat mir zuerst die ganzen Sachen zugespielt, die da schon gelaufen sind, die Abstimmung. Habe dann aber auch ganz viel noch mit dem Sven telefoniert, viele E-Mails ausgetauscht, um jetzt nicht eine Planung zu machen, wo dann vielleicht nur die Hälfte umgesetzt wird, weil da steckt ja dann auch Arbeit drin, die eigentlich nicht sein muss, sondern um wirklich zielgenau eine Planung zu machen, die exakt die Bilder beinhaltet, die Beschreibung beinhaltet, die abgesprochen ist, die auch der Raum braucht, die gewünscht ist vom Nutzer, vom Sven. Das war auch ganz wichtige Kriterien, gab es da einzuhalten. Und das Budget ist auch sehr entscheidend bei der Sache und das klangliche Empfinden vom Sven war sehr wichtig zu berücksichtigen, Montage, Angelegenheiten und so weiter. Da ist ja, wie man hinter ihm sieht, die Tapete war ihm doch sehr wichtig, dass wir da jetzt nicht zehntausende Löcher in dem Raum verursachen, sondern dass es wirklich sparsam ist, das Nötigste, das Wichtigste und damit starten. Und das ist ja auch so modular alles, man kann ja dann auch immer noch im zweiten Schritt nachziehen und sagen, Mensch, das reicht mir noch nicht, ich will mehr, dann das geht ja immer. Johannes, kurz zu dir. Wann würdest du sagen, ist der perfekte Moment, einen Monitorlautsprecher in seinem Raum zu testen? Lohnt sich das schon, bevor man Akustikmaßnahmen am Start hat? Oder sollte man immer warten, dass der Raum doch schon mal ein bisschen, dass da schon ein bisschen was passiert ist? Naja, einen Lautsprecher zu testen, ist jetzt schwierig zu sagen. Es kommt sehr stark auf den Lautsprecher an und es kommt natürlich auch sehr stark auf den Raum an. Ich würde Sven insofern widersprechen, dass die Raumakustik, die spielt eine ganz große Rolle, das ist auch richtig, aber man muss mal fragen, welche Anwendung hat man? Bei einer A200, die sehr breit abstrahlt, oder beziehungsweise dieses Bauprinzip, was bei der A200 umgesetzt ist, oder auch bei der A100, also klassischer Aufbau mit Bass, Mittel und Hochton. Einzelne Wege ohne große Richtwirkung, also ohne Hörner oder sowas, ohne größere Waveguides. Da braucht man einen guten Raum, wenn man eine gewisse Abhörentfernung einhalten möchte. Wenn man jetzt eine C5 Coax, eine Referenz betrachtet und dann kann man die zum Beispiel auf Armlänge abhören, ne, wirklich mit einer Basisbreite, die eben auf eine Armlänge ausgerichtet ist und auf diese kurze Distanz oder auch einen Meter Abstand, ne, mit einer Basisbreite von einem Meter, auf diese kurze Distanz abgehört, spielt der Raum eine deutlich geringere Rolle. Um auf deine Frage zurückzukommen, ist es natürlich, wenn ich einen Monitor vortesten möchte, ohne den passenden Raum zu haben, dann macht es durchaus Sinn, etwas mehr ins Nahfeld zu gehen und den Raum auf diese Art und Weise auszublenden. Und dann kann man sehr schön die Qualitäten eines Monitors beurteilen. Wenn der Monitor das eben zulässt, dass er eben nicht zu groß ist und man im Nahfeld zu viele Probleme hat, dass man zu nah am Mitteltöner ist, am Hochtöner oder am Bass ist und da Phasenprobleme kriegt. Also dies vorausgesetzt, kann man einen Monitor im Nahfeld schon abhören, welche Eigenschaften der hat, um es dann ins Fernzelt zu kriegen, also auf eine größere Abhördistanz zu kriegen, muss man den Raum mit berücksichtigen und dann muss die Raumakustik natürlich bedacht werden und idealerweise ist dann die Raumakustik auch in Ordnung. Ja. Genau, weil es geht ja bei Raumakustik um, Kevin, da kannst du mich ja vielleicht berichtigen oder mir zustimmen, es geht ja einmal darum, Nachhaltzeit in den Griff zu kriegen, dann geht es darum, die Erstreflexion abzudämpfen, dass sozusagen der Direktschall des Lautsprechers auch möglichst direkt kommt und die Erstreflexion von den Wänden dann doch deutlich leiser und drittens auch darum, die gefürchtete, und das hatten wir in Svens Raum auch ganz schön doll, Bassmode, also dieses Aufschaukeln von tiefen Frequenzen, entweder aufschaukeln oder auch komplette Absenkung in gewissen Bereichen. Jeder kennt das, wenn er durch seinen Raum geht
und plötzlich merkt, oh, hier ist gut, hier ist viel Bass, dann geht man einen Meter weiter, hier ist gar kein Bass. Das ist ja so die Raummoden, die sogenannten. Kevin, wie würdest du sagen, was ist die eigentliche Funktion der Akustik-Treatments im Raum? Oder die Hauptfunktion? Ich würde es abkürzen und sagen, du hast das schon schön zusammengefasst. Das wäre es dann von meiner Seite aus. Nein, Quatsch, das ist natürlich total richtig, was du sagst. Nochmal ganz kurz zurück zum Lautsprecher. Der ist natürlich tatsächlich im blanken Raum für mich als Akustiker schon sehr interessant, weil ich möchte ja wissen, was kann der Raum, was kann er nicht, wo kann er das, wo kann er es nicht, wo setze ich mich hin, wo stelle ich die hin. Da geht es mir noch nicht so sehr um Klang, Brillanz, Charakteristik, Geschmack, welchen nehme ich am Ende, welchen genauen Lautsprechertyp, sondern einfach darum, erstmal eine Energie reinzubringen in den Raum, gerne auch bis 30 Hertz runter, also große Lautsprecher sind da am interessantesten, um erstmal zu sehen, was passiert da eigentlich, wenn ich da einen Ton mache. Dann passiert es mir nämlich, dass ich feststelle, im schlimmsten Fall, oh, da wo ich mich hinsetzen will, wo mein Tisch steht, da ist so dermaßen, summieren sich Basslöcher in verschiedenen Frequenzen, da ist so dermaßen wenig Energie. Da kann ich dann gegenhelfen, wenn ich nicht woanders hingehe im Raum, nicht woanders hin kann, mit einem Subwoofer oder anderen Dingen. Aber ganz am Anfang steht für mich das Einrichten, das Positionieren, um wirklich festzustellen, was brauche ich in dem Raum? Brauche ich größere Lautsprecher? Kann ich größere Lautsprecher benutzen? Sollte ich lieber kleinere benutzen, dafür einen Subwoofer? Das Ganze, also die ganzen groben Steine erstmal aus dem Weg räumen, sage ich immer, um dann festzustellen, um dann von da aus ins Kleine, in die Feinheiten zu gehen, in die geschmacklichen Dinge, auch dann, welcher Lautsprecher gefällt mir, wie nah möchte ich an dem sitzen, ganz richtig, das, was der Johannes gesagt hat, kann ich auch unterstreichen und so weiter, um dann, wenn ich es also akustisch aus der Sicht korrekt nacheinander machen würde, um danach zu entscheiden, okay, so steht das alles, dann ist da mein Erstreflexionspunkt und da und da und da und dann entstehen für den Hörplatz die und die Moden, sind dann relevant, die anderen vielleicht nicht. Wie viel Nachhaltzeit, du hast es schon gesagt, genau, die Nachhaltzeit, wie lange ist die im Raum, wie weit weichen Mitten und Höhen vom Bassbereich ab, von den Abklingzeiten der Bassmoden und so weiter. Und damit kann ich dann wirklich ins Rennen gehen, eine coole Planung machen und die Probleme, die existieren, tatsächlich punktgenau adressieren. Du hast schon gesagt, Erstreflexionen links und rechts sind für mich immer so die interessantesten. Vor allem, wenn man nicht symmetrisch im Raum sitzt oder sehr unsymmetrisch, da Möbel vielleicht stehen und so Dinge. Da denke ich meistens als erstes ran. Deckenhöhe 360, ja, da kann man auch ein Deckensegel benutzen. Das sehen wir gleich, das hat er auch. Also sind nicht immer alle Erstreflexionsstellen derart wichtig. Die Wand hinten ist meistens auch so ein Stück weit weg, dass die Verzögerung des Signals und die Lautstärke von der Reflexion auch nicht mehr ganz die große destruktive Rolle spielt. Aber so vorne im Bereich links, rechts bin ich da schon sehr interessiert, alles erstmal richtig zu machen. Und mit diesen Maßnahmen hat man meistens auch den Nachhall schon in einen ziemlich guten Bereich gebracht, vor allem in kleinen Räumen, und braucht dann jetzt sich nicht noch Sorgen um x Quadratmeter, die ich noch zusätzlich brauche, das Budget in die durch die Decke jagen. Aber Bassmoden, genau das, was kann ich tun? Basstraps natürlich, das klare Thema, Bassabsorption. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. An der Stelle, dankenswerterweise, kamen die Hofer Basstraps zum Einsatz. Cool. Sven, also, dein Raum stand klar, da stand fest. Du hattest auch schon eine Position in dem Raum. Dann hast du den Raum an Hofer die Daten übertragen. Oder wie ging das vor? Erklär mal aus deiner Sicht. Aus meiner Sicht, früher war es bei mir so, dass ich sozusagen quer im Raum saß, weil ich habe noch einen zweiten kleinen Raum für Gesangsaufnahmen, für Sprachaufnahmen und saß also sozusagen jetzt wirklich im Raum sozusagen quer, also direkt breit statt längs, wenn ich es einfach mal so ausdrücken kann. Die erste gute Tat, der erste gute Einfall war, den ganzen Regietisch Richtung Fenster zu nehmen und sozusagen auf zwei Drittel zu sitzen, und zwar längs im Raum, also geradeaus zum Monitor, zum Fenster hin. Ich hatte schon ein Deckensegel von Hofer und Akustikvorhänge, mit denen habe ich mich sozusagen beholfen in der Zeit. Und als ich das erstmal umgestellt hatte, kamen zuerst die Boxen. Und da muss ich sagen, da hatte ich in den Boxen eine wirklich deutliche Überbetonung der Bässe, wahrscheinlich eben mangels Bassabsorbern, eben aus den Ecken kommt. Ich habe dann als erste Tat bei den KSD-Boxen sozusagen die Bässe rausgedreht, um sie nicht zu schön klingen zu lassen, sagen wir mal so. Da war eine deutliche Überbetonung. Und nachdem ich das gemacht hatte, war ich dann mit Hofer im Gespräch und dann haben die ganz genau analysiert, die Jungs, und haben mir dann eine Planung geschickt. Ich halte sie hier einfach mal so irgendwie rein. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ob man das sehen kann.
Halt die und haben ruhig sich mal, gesagt, halt ruhig mal dieses 2D-Bild mal eine kurze Zeit mal rein. ja, Kevin hat, glaube ich, auch okay. gleich nochmal das Ganze digital, aber der Zuhörer will sich ja oder Zuschauer möchte sich das ja auch einmal jetzt genau vorstellen. Jetzt weiß man ungefähr, wie Gut. der Raum aussieht. Ja. Und das ist jetzt schon mit der ganzen Planung, ne? Mit den Absorbern Genau. links, rechts, Man sieht also Deckensegel, oben das, was. genau, Deckensegel, Absorber links, rechts und die hinten sieht man also die Bassfallen. Das sind vier Stück. Ich hatte da so ein bisschen vorher mich erkundigt und da wurde dann gesagt, na, da musst du wenigstens drei hintereinander stellen. Musste ich in dem Falle nicht, aber es hat auch wirklich mit einer Besonderheit zu tun. Es geht, und das ist ein Thema, was ich ganz gerne noch ein bisschen von den Fachleuten erörtert haben würde. Es geht wirklich um die Abhörlautstärke. Ich bin ja ein bisschen limitiert dadurch, dass ich hier mehr oder weniger in einer ganz normalen Altbauwohnung sitze. Das heißt, die Decken haben also Stroh dazwischen. Zum Nachbarn ist es oben und unten nicht weit. Und ich kann nicht die immer so gerne genannten, weiß ich, 82 oder 85 dB, die man so für eine neutrale Abhörlautstärke haben soll, kann ich hier gar nicht einhalten, weil dann sprenge ich hier den Rahmen. Ich habe aber mich dann unterhalten sowohl mit dem André Hammerschmidt, also der hat mir da sehr weiter geholfen, das ist der Produktentwickler von KS Digital. Und er sagte, na, so sehr kommt es auf diese Abhörlautstärke nicht an. Das wäre ein Thema, was ich gerne mal mit euch ganz kurz anreißen würde, weil es interessiert mich wirklich. Ich höre nämlich hier, ich habe mir so einen kleinen Pegelmesser besorgt, so ungefähr immer so mit 75 bis 77 dB im Schnitt ab. Und das reicht mir persönlich. Und da muss ich sagen, das beeindruckt mich an den KS, den A200, so, dass die eigentlich auch bei geringeren Lautstärken den Bass, ich weiß nicht, wie das technisch geht, weil eigentlich müsste der überproportional ja absinken, dass der einfach immer noch für mich sehr ausreichend und sehr gut wiedergegeben wird, fast HiFi-mäßig. Nach der Einmessung war längst dieser HiFi-Eindruck weg und es ist jetzt alles ein bisschen klarer und besser geworden. Ich weiß nicht, vielleicht kann einer von euch mal dazu sagen, welche Abhörlautstärken ihr für die Entwicklung nehmt oder was ihr empfehlt. Also 75 dB, das ist da ist mein Grundrauschen vom Ohr noch lauter. Nein, so schlimm ist es nicht. Johannes, erzähl mal was über Linearität, einmal was das Ohr betrifft, andererseits auch der sogenannte Loudness-Effekt, also leise Abhörlautstärken, da hört man den Bass dann in der Regel nicht mehr so gut. Ist das richtig? Ja, das ist physiologisch so gegeben, ist richtig. Allerdings ist es natürlich so, dass der Vorgang des Hörens ist hauptsächlich geprägt durch unser Hirn, durch unser Gehirn. Das heißt, wir haben eine Hörerfahrung. Ich habe gerade dieses Thema Lautstärke schon seit 20 Jahren mit Kunden durchgegangen, weil jeder Kunde oder fast jeder Kunde hat den Eindruck und User hat den Eindruck, dass er vielleicht nicht im Durchschnitt abhört. Also es gibt viele Leute, die sagen, ich höre lauter ab. Ich weiß, man soll nicht so laut abhören, aber ich höre lauter ab. Mache ich dann was falsch? Oder auch das Umgekehrte, ne? Wir haben einige, die hören wirklich extrem leise ab, zum Teil auch, weil sie sehr, sehr nah sitzen oder weil sie einfach von ihren Gewohnheiten und mit ihren langen Arbeitszeiten als auch jetzt über 8 oder 9 oder 10 Stunden arbeiten möchten und da sozusagen nie ihr Gehör betäuben möchten. Insofern gibt es da keine Wahrheit. Wenn man zum Beispiel jetzt bei einer bestimmten Abhörlautstärke, wo man physiologisch sagt, da werden die Bässe schon etwas bedämpft oder etwas weniger stark wahrgenommen, wenn man auf dieser arbeitet und dann Vergleichsmusiken hört, dann hört man die ja eben auch auf dieser Lautstärke mit demselben Frequenzgang. Also das ist, da gibt es keine Wahrheiten und es ist ja auch so, dass wir gar nicht so wahrnehmen, dass es bei lauteren Abhörlautstärken eben mehr Bass gibt als bei leisen Abhörlautstärken. Das wird ja sozusagen von der Hörerfahrung und vom Kopf etwas weggerechnet. Ja, Kevin, willst du noch mal was dazu sagen? Also höchstwahrscheinlich ist jemand, der lauter abhört, ein treuer Käufer von Bassfallen bei euch, oder? Ich würde es so sagen, so laut kann man gar nicht hören auf Dauer, weil das macht dann keinen Spaß und schon gar nicht für die Nachbarn. Nochmal vorne angefangen, wie der Sven sagte, Stroh in der Decke und dünne Wände und Nachbarn nicht weit. Da kann man natürlich die KS Digitallautsprecher, die er hat, die gehen jetzt bis 28 Hertz oder da fangen die an, richtig Gas zu geben. Das will man natürlich nicht auf Dauer in der Lautstärke den Nachbarn zumuten.
Lautstärken für mich sind nicht so sehr interessant, weil in den Bereichen, wo es aggressiv in die Akustik eingreift, die Lautstärke, sag ich mal, oder die Energie, da bin ich eh im Disco-Club-Live-Event-Bereich, würde ich sagen, weil ich habe zu Hause gar nicht so eine große Abstrahlfläche, die so große Energien in die Struktur des Gebäudes einbringt. Außer wenn ich natürlich in einem nicht so gut gebauten Räumen sitze, Trockenbau, Leichtbau, was auch immer, was so mit wabern, mit wummern kann, mit dröhnen kann, was auch immer so mal so passieren kann. Im Altbau mache ich mir da wenig Sorgen, weil das doch gute Bauweise ist, die sich gegenseitig gut bedämpft und so weiter. Also das Thema Lautstärke ist für mich eher interessant, wenn wirklich das Gebäude oder die Baustruktur mit angeregt wird und die dann mitschwingt, zu stark das dann durchlässt, noch stärker als eh schon und so weiter. Deswegen mache ich mir da gar nicht so viel Sorgen. Ich werde auch oft gefragt, Mensch, ich will ja auch mal eine Messung machen. Wie viel dB macht ihr denn? Was soll ich denn machen? Ich weiß gar nicht. Das wird in keinem Video so genau gesagt. Und da ist auch wieder, was der Johannes sagte. So die ganz großen Wahrheiten gibt es da nicht. Man findet auf Dauer seine Lautstärken und seine Pegel. Und wenn ich bei der Messung den Lautsprecher ein bisschen lauter habe, als ich Musik genießen würde bei der Messung, dann kann ich auch gar nichts verkehrt machen. Deswegen also auch nicht zu überbewerten das Thema, würde ich auch sagen, sondern mit guten Bauchgefühl rangehen, da kann man eigentlich wenig verkehrt machen. Ja, Sven, so ähnlich haben wir das ja auch gemacht. Du hast mich ja dann nochmal gebeten, den Lautsprecher nachträglich dann nochmal einzumessen. Und da haben wir auch eine Lautstärke für diese Messsweeps gewählt, die nicht viel lauter sind als so, wie du es auch abhören würdest, richtig? Ja, das war, glaube ich, sehr entscheidend, dass du da nochmal gekommen bist. Ich hatte es zuerst mit dem Nikolas Klau gemacht, der ist Mitarbeiter von Just Music, den kenne ich persönlich und der kam hier mal her, da haben wir schon mal so eine erste Einmessung gemacht, aber da haben wir uns so ein bisschen, ich würde mal sagen, aus mangelnder Erfahrung, die wir dann beide so mit den Boxen hatten, so ein bisschen verrannt. Und das war der Grund, warum ich dich nochmal kontaktiert habe, gesagt, komm, jetzt komm mal rüber, du hast die gleichen Dinger, lass uns das nochmal zusammen machen. Und ich glaube, das ist auch ein ziemlich entscheidender Punkt. Es ist gar nicht so viel an den Lautsprechern zu verstellen. Ich hatte da auch mit dem anderen nochmal gesprochen von KS Digital. Er sagte, man wird sowieso keine komplett lineare Kurve da jetzt hinkriegen, sondern das ist natürlich eine Mischung wirklich zwischen Hörgewohnheit, wie man bisher gearbeitet hat, und dass man das einigermaßen in einen Bereich eingrenzt, um die 5, plus minus 5 dB, wo das also möglichst zwar linear ist, aber man sollte auch nicht so eine Wissenschaft ausmachen. Richtig, also wir haben ja, da können wir da eigentlich am Ende, ja, lass uns mal am Ende darauf eingehen, wie wir das dann gemacht haben. Und ich finde, wir haben tatsächlich in deinem Raum die Bänder deutlich, also die KSD Monitore haben einen digitalen Controller, der sieht so aus. Mal gucken, ob ich den, ah, den kriege ich gerade nicht vorgezogen. Und damit kann man pro Seite ein Low Cut, ein High Cut oder ein Low Shelf, High Shelf und noch sechs Bänder aktivieren in verschiedener Güte und in verschiedenen Frequenzen und dann bis zu Johannes Plus minus 11 dB 12 oder dB. sowas. 12 dB. Ja, Plus minus genau. 12 dB. Und wir mussten tatsächlich, Sven, auch tatsächlich mal das ein oder andere Band mussten wir, glaube ich, auch mal was rausziehen in diese Region, ne? Also, ich fand, wir haben da Also auf jeden Fall am Ende des Tages alle Bänder gut ausgenutzt und haben trotzdem jetzt einen sehr neutralen Klangeindruck am Ende gehabt. ich möchte mal sagen, das ist wirklich eine sehr sinnvolle Empfehlung. Entweder man leitet sie sich wenigstens mal aus oder man hat sie eben als wirklich als erstes Steuergerät für die Boxen. Ich halte dieses Teil für sehr sinnvoll in Verbindung mit diesen A200 oder wahrscheinlich auch mit den A100 oder den anderen Boxen, die KS Digital macht. Und hat uns jetzt wirklich sehr geholfen. Sagen wir mal so, ich habe jetzt plötzlich das Gefühl, dass das HiFi-mäßige aus diesen ganzen, aus den Boxen raus ist, das immer noch war. Auch wenn wir die Hofer-Module hingen ja damals schon, als du kamst. Das ist so ein bisschen raus und es klingt jetzt alles ein bisschen neutraler, so wie ich es eigentlich auch liebe. Und dafür ist diese Fernbedienung schon, also vor allen Dingen mit diesem Verstellen dieser Parameter, dieser Möglichkeit, die ist einfach klasse. Aber wir haben doch im Endeffekt weniger gemacht, als ich bei der ersten Einmessung gemacht hatte. Auch wenn wir, sagen wir mal, ein bisschen extremer rangegangen sind. Und es war in einer Stunde oder in anderthalb Stunden war das erledigt. Wir sind da anschließend schön essen gegangen, wenn du dich erinnerst. Richtig, das war auf jeden Fall gut. Aber jetzt muss ich mal zu Kevin wieder zurückgehen.
Warum mussten wir überhaupt was am Bass machen? Kannst du was dazu sagen, wie das da mit diesen Raummulden aussieht? Wie viel kann so ein akustischer Bassabsorber, so eine Bassfalle, kann sie die Bässe komplett einfangen, eine Raummulde komplett abdämpfen oder sind da physikalische Grenzen? Für eine, also fangen wir an, eine Bassstrap, wie man sie da so in der Ecke sieht, das ist, die ist natürlich begrenzt, die ist ein paar 40 Zentimeter, 1 Meter hoch. Das ist auch schon die Grenze. Also wenn ich eine Wandfläche von 4% abdecke, dann habe ich auch im Bass gerade mal 4% verbessert. Und genau das ist das ganze Thema. Deswegen sind so Kombinationen von Maßnahmen das Sinnvollste. Und ich finde auch, dass diese DSP-Unterstützung oder diese EQ-Möglichkeiten an Lautsprechern, die finde ich richtig gut. Sei es ein einfacher Kippschalter an älteren Modellen hinten oder an den KH120A, glaube ich. Das finde ich echt gut, weil man kann doch hier und da noch 1, 2, 3, 5 dB, vielleicht auch mal 12 retten und sich den Bass noch ein bisschen linearisieren. Das kombiniert ist immer wichtig, denn Raummoden, Bassprobleme, die entstehen ja dadurch, dass ich Energie an Stellen erzeuge, Bassenergie, die nicht so besonders gut sind, gut geeignet sind im Raum. Da ist nämlich vielleicht ein hoher Druckpunkt der einen Mode bei, keine Ahnung, 38 Hertz, bei der 72 Hertz ist er dafür woanders der Druckpunkt. Da rege ich halt da, wo der andere Lautsprecher jetzt steht, mal 38 Hertz an, aber auch 92 und was für immer Frequenzen. Und deswegen ganz am Anfang wieder das Positionieren ist sehr wichtig, um erstmal die ganz größten Problemstellen zu meiden. Auch die Sitzposition, weil da kann ich gerne mal im Loch sitzen oder auch in der Höhe, Erhöhung des Basses. Und EQ ist eine sehr sinnvolle Ergänzung. Ich sage aber immer Ergänzung, weil allein diese Regelungsmöglichkeiten der Lautsprechern hilft nicht, um Klangqualität im Raum zu erlangen, Nachhallzeiten, Erstreflexion und so weiter. Bass-Traps in Ecken. Die wirken nämlich, die decken, wie gesagt, wenige Prozent der gesamten Fläche ab, die diese Raummoden verursacht. Die wird ja von den gesamten Wandflächen verursacht, diese stehenden Wellen. Und deswegen müsste ich, um mich, wenn ich das mit Absorbern machen wollen würde, quasi ein Kino bauen, ein professionelles mit 2 Meter dicken Steinwollewänden. Und dann hätte ich die Chance, das wirklich zu umgehen. Bassdrops in Ecken sind vorrangig erstmal dafür, diese Nachhallzeit, das Abklingen, diese Raummoden, die sind nicht nur lauter, sondern die haben auch sehr lange Abklingzeiten, manchmal 1,2 Sekunden, 1,7, manchmal auch 0,6, wenn der Rest schon bei 0,25 ist. Das kann man dann mit Bassdrops in den Ecken linearisieren, dass der Nachhall und die Abklingzeit so Richtung einer geraden Linie kommen, von Mitten, Höhen und Tiefen, damit ich in dem Aspekt der zeitlichen Sache eine klanggetreue Wiedergabe erstmal habe im Raum. Was die Bassdrops wenig machen, aber auch tun, ist natürlich am Pegel ein bisschen was. Aber das ist natürlich bei prozentualer sehr geringer Abdeckung von Raumfläche das Geringere, was die an der Stelle bewirken. Johannes, jetzt bin ich aber schlau. Jetzt kaufe ich mir günstige passive Lautsprecher und packe einfach in meine DAW, in den Masterbus, einfach immer den gleichen Equalizer rein. Warum ist das keine gute Idee aus deiner Sicht? Oder was machen die KSD-Lautsprecher anders, weil ja die Filter in den Lautsprechern auf der DSP berechnet werden und eingestellt werden? Warum ist das nicht so schlau, was ich gerade vorgeschlagen habe? Naja, das ist auch eine Möglichkeit. Also es ist gar nicht so, dass das jetzt völlig daneben ist. Ne? Wenn du eine passive Box hast, dann hast du keine Möglichkeit, anders zu arbeiten. Dann muss man eben im Masterbus das bearbeiten. Aber um es vorwegzunehmen, natürlich haben wir unsere Filter, die wir verwenden und mit denen wir auch arbeiten, die bleiben letztendlich phasenlinear und phasenkorrekt. Kann ich später noch was zu sagen? Ich möchte nur vorab mal ganz kurz ein gewisses Verständnis für bringen, warum man zumindest Low- und High-Shelf beachten muss und warum das auch der erste Griff ist, wenn man jetzt Lautsprecher aufstellt, bevor man jetzt die bei KS Digital die 6 Bänder verwendet, muss man sich zuerst mal vor allem über den Low-Shelf bewusst werden, was der macht. Also wenn ich einen Lautsprecher in den Raum stelle, dann ist das, wenn ich den in die Raummitte stelle oder auch draußen, ist egal, das ist im Bass zuerst mal ein Kugelstrahler. Das heißt, der strahlt in alle Richtungen gleich ab. Das
optisch sieht es immer so aus, als würde der nach vorne abstrahlen, ne? Weil der hat eine Vorderseite und eine Rückseite. Aber Fakt ist, der Bass in den tiefen Frequenzen, sagen wir mal unterhalb 80 Hertz und unterhalb 100 Hertz, strahlt im Prinzip kugelförmig ab. Das bedeutet, dass wenn ich den Lautsprecher in Wandnähe stelle, dann wird die Schallwelle, die nach hinten abgestrahlt wird, von der Wand nach vorne reflektiert. Was dazu führt, dass wenn es nah an der Wand steht, dann ist das im Prinzip eine Erhöhung des Direktschalls, weil eben nicht nur das nach vorne abgestrahlte Feld zu hören ist, sondern auch das reflektierte, von der Wand reflektierte Feld. So, und das wird noch schlimmer, wenn ich es in eine Raumecke stelle. Weil wenn man es sich geometrisch anschaut, ist so eine Raumecke nichts anderes wie ein großes Horn, ne? Ähnelt ja auch dem großen Horn, sodass die Kugelwelle quasi komplett reflektiert wird von allen Seiten, von der Rückseite, von allen Ecken nach vorne in Richtung des Hörers. Und allein deshalb, ohne dass jetzt irgendein Fehler in der Schallerzeugung entstehen würde, jetzt bei einem idealen Lautsprecher, der 100% ideal ist, hat man allein schon durch diese Aufstellung eine Bassanhebung gegenüber einer Freifeldaufstellung. Und wenn man Freifeldaufstellung bedeutet, das heißt, man hat eine Aufstellung, wo eben diese Seitenwände, Rückwände überhaupt keine Rolle spielen. Und da kann man in einer Größenordnung von 3 bis 5 Meter Abstand zu den Seitenwänden, da kann man von einer Freifeldaufstellung, von einer echten Freifeldaufstellung reden. Weil dann sind die Wellenlängen, die dann von der Wand zurückkommen, erstens schon leiser und zweitens spielen dann eine geringere Rolle als eben der Direktschall. Das kennt ja auch also kurzer Einwand. Das kennt ja auch jeder Live-Musiker, der sein Amp oder sein Schlagzeug mal auf einer großen Open-Air-Bühne gehört hat. Da ist es natürlich so, dass der Schlagzeuger die sogenannten Side-Fills braucht, weil der wird seine Bassdrum nicht spüren und auch eigentlich nicht hören. Also es ist erstaunlich, wie wenig Bass plötzlich Schallquellen im Freifeld haben. Das heißt, im Grunde, und das müssen wir uns klar machen, ist der Raum für den Klang elementar wichtig, weil niemand hat einen sogenannten Schalltoten, aber er heißt eigentlich reflektionsarmer Raum, in dem er arbeitet, sondern alle arbeiten in Räumen. Alle Musik wird im Grunde bis auf Open Air auch in Räumen aufgeführt. Instrumente werden in Räumen aufgenommen. Das heißt, diese Rauminformation ist ja für unser Gehirn und für unser Musikempfinden immer elementar wichtig. Sorry, Johannes, jetzt kannst du weitermachen. Ja, da vollkommen richtig. Und um da noch auf Sven einzugehen, der ein paar Mal den Begriff HiFi verwendet hat. Vielleicht meint er damit, dass es eben so ein bisschen unklar und ein bisschen zwar vielleicht schön klingend, aber so ein bisschen unklar, verwaschen in der Präzision im Bass fehlt. Und das kommt eben dadurch, dass man Reflexionen der Rückwände hat, die dann auch im Zeitbereich so ein bisschen zu spät sind. Also je nachdem, wie weit ich von der Rückwand oder von der Seitenwand wegstehe, habe ich auch so ein leichtes Delay drin in der Verzögerung oder in der Überlagerung der Basswellen. Was eben dazu führt, dass der Bassimpuls so ein bisschen aufgeweicht wird, nicht mehr so exakt ist und auch zu laut eben. Das kann durchaus schön klingen, ne? Das kann einfach eine angenehme Hörerfahrung sein, vor allem wenn man leiser hört, weil man einfach eine schöne Grundtonenergie hat. Aber das geht auf Kosten der Präzision. Und insofern muss man das zuerst mal als allererstes machen. Und dann, um auf deine Frage einzugehen, kann man natürlich Pultoberflächen, Reflexionen an Kanten und so weiter, die einfach da sind, weil man eben auf irgendwas arbeiten muss, mit den Filtern dann sehr genau ausgleichen, zum Teil sehr schmalbandig. Ne? Wir haben, ich glaube, eine Güte von 0,1, das ist dann sehr breit, bis eine Güte von 20. Das ist dann ein Zwanzigstel, das ist schwierig zu beschreiben, wie breit das ist, das sind ja noch ein paar Herz breit. So als kleiner
Als kleiner Hinweis, eine Güte von 1 entspricht einer Oktave. Ne? Eine Oktave ist bei 1000 Hertz, wenn ich eine Breite von Güte von 1 habe, dann habe ich eine Breite von 500 bis 1500 Hertz. Also ne, 1000 Hertz ist die Mittenfrequenz und dann Güte von 1, 1000 Hertz breit. Das heißt, 500 bis 1500 Hertz ist dann mein Filterbreit, so als Richtwerk. Ne? Und eine Güte von 2 ist schmaler und eine Güte von 0,5 ist dann eben breiter. Damit haben wir viel gearbeitet und das war auch mein Eindruck, Sven, als ich dann erstmal alles wieder rückgängig gemacht habe, was ihr da erstmal eingestellt habt, habe ich mir die ja erstmal so angehört, habe, glaube ich, dann Sad But True von Metallica angemacht, weil ich den ganz gut kannte und das klang erstmal ziemlich fett, aber ich kenne ja die Monitore, weil die ja bei mir auch laufen. Und mir war sofort klar, okay, da ist zu viel Bass. Da ist wirklich zu viel Bass. Und dann haben wir uns das auch nochmal angeguckt bei der Messung. Und das war auch so, dass da vor allen Dingen gewisse Frequenzen, gar nicht so schlechte Frequenzen, ich glaube, das war irgendwas so um die 50 Hertz, also die so richtig schöne Tiefbässe, die dann addiert wurden. Und interessanterweise, und da wollte ich Johannes auch nochmal fragen, bei meinem Controller kann ich links und rechts nicht separat einstellen. Ist das ein Update des Controllers oder bei Sven konnten wir dann links und rechts separat tunen? Da müsste ich jetzt wissen, welchen Controller du hast. Also wir hatten mal Controller gebaut, die hatten einen Ausgang, aber wir bauen schon seit Jahren Controller, die haben zwei Ausgänge und wenn man den zweiten, also wenn man beide Ausgänge, jeden Ausgang an eine einzelne Box anschließt, und dann hat man links und rechts. Und wenn du das durchschleifst, also nur einen Ausgang an eine Box anschließt, die durchschleifst auf die zweite, dann hast du eine gemeinsame Einstellmöglichkeit. Ah, da liegt der Fehler. Das habe ich nämlich gemacht bei mir. Okay. Ja. Aber ich bin ja glücklich. Ich fasse das jetzt erstmal nicht mehr an. Okay, Kevin, jetzt nochmal Butter bei die Fische. Liste mal auf, was wurde alles gemacht? Wo sind wir da preislich ungefähr? Und erklär uns mal ein bisschen auch nochmal anhand eurer Darstellung, Grafiken, 3D-Planung, wie seid ihr vorgegangen und was kostet das am Ende? Na, das mache ich doch sehr gerne. Erstmal wollte ich noch sagen, danke für den Einwurf mit den Lautsprechern in der Ecke. Das ist nämlich, oder an den Flächen generell auch, wie Johannes gesagt hat, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil da kann ich natürlich von sich aus den Bass schon erhöhen, ohne dass ich überhaupt was falsch mache, sondern ich stehe und stelle ihn einfach dahin. Das ist auch, was ich ganz am Anfang meinte, mit erstmal hinstellen, hören, wo klingt es gut, wo klingt es nicht gut, was kann ich vermeiden, was muss ich vermeiden. Und deswegen ist auch dem Bass dann manchmal nicht Herr zu werden mit XY an Anzahl von Bassdraps, weil halt einfach der Lautsprecher derart Kraft in den Raum bringt, dass ich den Pegel gar nicht runterkriege mit zusätzlichen Dingen, sondern ich müsste das, was ich etwas falsch gemacht habe, nur ein bisschen korrigieren und schon brauche ich 10 Bass-Tracks weniger. Das ist eine ganz gute Sache, um sich das Budget zu sparen. Ich zeige mal einfach die Planung, die wir gemacht haben. Oh, am 2.2. war die schon. Okay. Da sage ich nochmal ganz kurz, Sad But True. Ja, das ist guter Geschmack. Das ist der allererste Metal-Song, den ich jemals gehört habe. Habe ich sogar einen Kassettenrekorder von der Hitparade aufgenommen damals. Naja, hier sieht man schon, mein Kollege Luca hat mir da geholfen. Der hat zum Beispiel die den Raum in 3D nachgebaut. Also wir fangen mal an. Also eine Hofer Akustikplanung sieht einfach mal so aus. Da kommt ein kleiner Text zustande, was wir so besprochen haben, was das Ziel ist, Anordnung von und so weiter, KS Digital. Alles schon drauf eingegangen, was wir besprochen hatten. Aber auch der Hinweis hier, kraftvoll, Symmetrie achten, mit Position, Lautsprecher, kann man auch schon im leeren Raum testen und so weiter, was wir dann alles an Tipps und Tricks mitgeben. Und dann kommen natürlich die Grafiken. Die basieren, ich scroll mal zu einer, die nicht so künstlerisch aussieht, sondern dass man mal sich was vorstellen kann. Die basieren hauptsächlich auf dem, was ich mit dem Sven besprochen habe oder wir mit Sven besprochen haben. Minimale Lösung, es muss gut klingen, es darf nicht überdämpft sein, hat er betont. Er möchte nicht, dass er sich so eingemauert fühlt von dämpfenden Dingen. Das habe ich dann auch berücksichtigt, weil an der Rückseite sieht man sie, da ist was weggefallen. Einer der beiden Vorhänge hing vorher hinten, einer hing vorne. Habe ich empfohlen, dass Menschen, wenn das hinten dir eh nicht gefällt klanglich, dann mach beide nach vorne. Dann haben wir vorne einen schönen trockenen Bereich, hinten dann nichts mehr.
Ob so geworden ist ganz am Ende, das weiß ich leider gar nicht, aber das ist nicht so dramatisch. Das war, ist auch hier an der Stelle immer nur Empfehlung, so wie wir es machen würden, wenn das mal einen guten Startpunkt kriegen soll. Also man sieht sein Deckensegel, das haben wir mit berücksichtigt, das hing da schon. Das hing zum Glück auch an einer guten Stelle, wo die Erstreflexion an der Decke, wo sieht man es mal von der Seite, leider gar nicht. Hier sieht man es, also Erstreflexion, sogar noch ein Stück geändert, die Position, dass es noch besser gepasst hat. Und also, Seitenreflexion, da wieder das große Thema. Das ist mir so eine der wichtigsten Stellen, die ich gerne immer berücksichtige an der Seite. Denn ich möchte ja das Stereofeld und die Monomitte hören, die mir die Lautsprecher präsentieren und nicht eine zusätzliche konstruktive oder destruktive Seiten- und Mitten-Sache, die ich gar nicht brauche, weil die von den Wänden kommt. Die möchte ich reduzieren, damit ich einen gewissen oder einen richtigen Abstand habe zwischen Erstreflexion und Direktschallpegel. Das basiert alles auf ganz alten Messungen, Forschungen und was auch immer, letzten Jahrhundert, Mitte des letzten Jahrhunderts, erste Hälfte. Da, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Haaseffekt, Präzedenzeffekt, was alles so gibt. Ab wann höre ich Schallquellen von der Seite statt vom Lautsprecher und so weiter. Und zeitliche Aspekte fließen da noch mit rein. Deswegen die Seiten, immer eine interessante Sache. Hinten nochmal kurz drauf. Ist auch nicht so dramatisch, das scheint oder ist wahrscheinlich so 4 Meter entfernt. Da kommt die Erstreflexion, wie von Johannes gesagt hat, sogar leiser und aber auch in einem zeitlichen Rahmen, der nicht mehr destruktiv auf das Zeitliche und das Pegel, auf den Pegel Einfluss und nicht so stark Einfluss hat wie die sehr nahen Wandflächen. Naja, und dann haben wir gesagt, Mensch, eigentlich ohne Bassjobs würden wir gar nicht empfehlen, denn jeder Raum, wo professionell Mucke gemischt werden soll, kritisch abgehört werden muss, man wird immer feststellen, Mensch, hätte ich doch wenigstens 4 Bassjobs, dann würde das nicht so wabern unterhalb von 400, 300 Hertz. Das kann man damit alles schön gerade noch in die Richtung einer linearen Nachhaltigkeit bringen. Wir haben es aber trotzdem bei 4 Stück erstmal belassen. Ich als Akustiker würde natürlich, wenn ich selber einen Raum hätte, würde ich natürlich sehen, dass ich da so viel wie möglich reinbringe. Aber der Anwender im Raum, der hält das natürlich gerne praktisch und auch optisch akzeptabel und will sich da nicht einmauern in einen Bunker aus absorbierenden Dingen. Was auch besprochen wurde, ihm war die Tapete sehr wichtig, nicht so viel Montage, nicht so viel Bohren. Da bin ich in der Planung auch mal drauf eingegangen, Mensch, hier gucke, auf jeder Seite wäre es nur 8 Löcher. Als Hinweis, Mensch, wenn du das so haben möchtest, dann sind es die 8 Löcher, mehr nicht. Hat er gesagt, jawohl, das sieht gut aus, machen wir so. Farben haben wir auch abgestimmt. Was gibt es noch zu erwähnen? Vorhin hatte ich gesagt, Lautsprecher, oben im Text haben wir es gesehen. Da haben wir auch ein bisschen auf seine gewünschte Lautsprecheranstellung sind wir eingegangen. Er hatte geplant, oder es sah so etwa danach aus, dass Lautsprecherpaar innen und eins außen steht. Da haben wir empfohlen, na, lieber nicht, damit das eine Stereofeld-Dreieck nicht zu groß wird und das andere zu schmal. Dann lieber vielleicht übereinander und angewinkelt. Das kann man auch dann als gute Lösung machen. Am Ende machen wir dann natürlich immer eine Berechnung der Nachhaltigkeit. Eine blaue Linie. Die ist natürlich, das ist das Spannende an der ganzen Sache, sieht man die Frequenz hier. Wie kann ich aus der Ferne ermitteln, wie so ein Raum eigentlich klingt, wie so eine Nachhallzeit überhaupt aussieht? Und da gehe ich natürlich im Kopf die ganzen Dinge durch oder auch lesbar, was mir so beschrieben wurde vom Sven, die Materialien. Wände, Boden, Decke, da liegt ein Teppich, da sind Möbel, da sind Wände aus dem und dem Material. Decke, Boden, Altbau, also nicht Beton, wo 100% des Schalls reflektiert wird oder sagen annähernd 100%. Im Altbau wird weniger reflektiert, das fließt damit ein, dann fließt vielleicht mit ein, dass dann eine Person im Raum sitzt, viele Möbelkanten, Oberflächen und so weiter und so weiter. Ein Glasfenster in der Wand hat andere Absorptionen oder andere Schallreflexionseigenschaften als eine massive Wand. Türen, Fenster sind mit drin, Altbaufenster vielleicht noch die alte Variante, die lässt auch mehr Mitten und Tiefen durch. Ist aber auch nur das so ein kleines Detail, was dann alles so mit einfließt in diese blaue Linie, die wir da sehen. Die Höhen sind schon ein bisschen niedriger. Ich muss zugeben, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ist da Teppich im Raum? Wahrscheinlich habe ich das berücksichtigt. Deswegen bleiben viele Mitten übrig. Die Wände ist eher Richtung Leichtbau an manchen Stellen. Und die Boden und Decke auch doch mit den Stroh- und Schalbretter und Gipsdecke und so weiter. Deswegen in den Tiefmitten oder in den oberen Bassbereich doch etwas weniger Nachhaltigkeit schon, voraussichtlich, also angenommen auf Basis der Erfahrung.
Und der Bassbereich, wie immer, in massiv gebauten Wänden oder massiv gebauten Räumen oder in Räumen, die wenig Bass rauslassen, geht natürlich ein bisschen durch die Decke. Berechnet, wie es tatsächlich ist, ist natürlich immer interessant festzustellen mit Messungen. Das basiert natürlich auf ganz anderen Qualitäten dann, so eine Berechnung der Orangenlinie. Könnten wir dann viel genauer an der Stelle machen. Aber man sieht hier, wie wir doch zumindest rechnerisch auf eine ziemlich gerade Linie zugesteuert sind. Es gibt gewisse Toleranzen. Im Hochtonbereich kann das auch mal kürzer sein. Das ist ganz normal. Viele Eckenkanten im Raum, Teppich, Stuhl, Menschen, Gardinen, Vorhänge, was auch immer. Und im Tieftonbereich geht es leider über den, also rein rechnerisch, über den, die, wie sagt man, Toleranz hinaus. Das ist aber nicht verwunderlich, denn es kommt ja sehr viel Bass durch doch am Ende massive Bauweise zurück in den Raum, wird reflektiert, bleibt da bestehen, Raummoden und so weiter, was da so reinfließt. Diese Berechnungen sind zwar nicht, können nicht Raummoden berücksichtigen, das ist, geht vom Diffusschallfeld aus, also für ein paar Fachbegriffe, die man mal googeln könnte und so weiter. Aber es ist doch der Trend, der ist, zeigt sich immer wieder, dass das doch einigermaßen hinkommt. Da ist dann eine Mode bei 63, bei 50, bei 38 Hertz, wo auch immer die sind, die dann wirklich oft 1,x Sekunden erreichen, statt die Nachhallzeit von 0,3. Übrigens, ach so, genau, ich habe vergessen, warum sind die Striche überhaupt, wie sie sind, die schwarzen. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, 0,3 ist ein schöner Wert. Das Ganze war ja eingegrenzt mit einem Budget, das war eingegrenzt mit optischen Wünschen und so weiter, minimal und so weiter. Deswegen haben wir nicht gesagt, komm, wir wollen jetzt mal richtig knackig 0,2 erreichen, weil dann hätte es ausgesehen, als ob wir das nicht schaffen würde und der Raum vielleicht schlecht klingt. Ist aber gar nicht so, denn eine 0,3, eine schöne, die kann genauso gut klingen wie eine kürzere oder längere Nachhallzeit. Das ist einfach so mal festgelegt und dann versucht zu erreichen. Und mit den geplanten Modulen, die auch zu seinem Wunsch gepasst haben, haben wir das dann sogar ziemlich punktgenau erreicht an der Stelle. Wo sind wir da jetzt für die Absorber? Zwei Vorhänge und die vier Bassfallen. Wo sind wir da ungefähr vom Preis? Das interessiert ja die Zuschauer sicherlich auch. Vielleicht hat Sven gerade noch. Du hast es ja, du hast ja die Rechnung bezahlt. Genau, also das liegt alles noch unter 2000 Euro. Ich muss sagen, ich bin total überrascht gewesen. Erstmal, wie professionell das von Hofer geplant wurde. Ich glaube, ich habe es immer klappern gehört, dann habe ich gemerkt, dass der Kevin da irgendwie alles irgendwie gleich mitgeschrieben hat, was ich an Wünschen da geäußert habe. Das war so der erste Schritt. Und als die Sachen kamen, top verarbeitet. Und ich finde, der Aufwand ist also nicht so besonders groß gewesen, sondern ist eigentlich erstaunlich. Ich habe mir vorher viel mehr in den Kopf gemacht, was alles passieren könnte und was alles, als es nachher war. Das war eine super Geschichte mit der Planung. Das hat jetzt auch wirklich meiner Ansicht nach top hingehauen. Und das sage ich jetzt nicht, um hier Hofer zu featuren, sondern einfach mal grundsätzlich, dass einfach eine sehr gute Vorplanung war. Und ich musste bis jetzt auch noch nicht ein Modul verschieben oder irgendwas anders machen. Es ist einfach gut. Und dann möchte ich noch dazu sagen, keine Angst davor. Man hat Ohren zum Hören. Also wirklich, es muss das ganze Studio nicht mit Tausenden von Modulen und Dämmmaterialien da vollgehangen werden. Ich war immer ein Fan davon, wenn man in einem Raum noch eine natürliche Stimme sprechen und hören können. Es gibt so eine total überdämpfte, das kenne ich früher aus unseren Übungsräumen, unseren Kellern. Da haben wir dann alles mit Eierkartons da vollgehangen, bis man überhaupt nicht mehr atmen konnte in dem Teil. Und ich finde, so eine Natürlichkeit des Raumes, wenn man die erreichen kann, natürlich noch mit einigermaßen vernünftigen Nachhaltzeiten und einigermaßen vernünftigen Kurven, das ist eigentlich das Ideale. Und ich glaube, da wird eigentlich viel zu viel theoretisiert darüber, dass man irgendwie unheimlich Angst kriegt. Man kriegt das überhaupt nie hin in seinem Raum oder stimmt gar nicht. Wenn man da ein paar Profis dran hat, die eine vernünftige Vorplanung machen und die auch nicht teuer war, dann kann ich nur sagen, funktioniert das auch. Genau, und dann kamen ja irgendwann deine Lautsprecher und wir haben dann gewusst, wir können ja noch digital mit den dort eingebauten Filtern nochmal gucken. Und Johannes, erklär nochmal, es gibt dieses freie Programm, ich glaube, das heißt Karma, kann das sein? Ja. Ich glaube von der Firma AudioNet. Von der AudioNet, genau. HiFi, ja. Das ist ein HiFi, deutscher HiFi-Produzent. Und man braucht ein Messmikro. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir quasi an der Sitzposition, an der Hörposition, weil da macht es nur Sinn, es bringt jetzt nichts an 30 Stellen im Raum zu messen. Mhm. Man so will ja an dem Ort, wo man sitzt, möglichst den Sound so haben, wie man ihn wünscht.
Dort haben wir dann gemessen und das funktioniert dann so, dass links und rechts aus diesem Programm so ein Sweep rauskommt. Und dann zeigt er einem für links und rechts an, wie das Frequenzbild an diesem Platz ist. Und dann konnte man halt sehen, es gab einige Löcher im Frequenzbild, vor allen Dingen in den Bässen und manche sogar Spitzen. Und dann haben wir uns mit den Filtern in der Remote, womit man die KS digital steuern kann, haben wir uns dann immer rangetastet, haben probiert, einfach eine Güte eingestellt, haben geguckt, naja, wir machen mal 6 dB und haben direkt danach wieder gemessen. Und dann konnten wir immer sehen, mit jeder neuen Messung, das Mikro blieb ja am Ort, was sich verändert hat. Und dann manches war so ein bisschen Trial and Error, weil manchmal hat man gedacht, ah, guck, das ist jetzt weg. Plötzlich war aber daneben irgendeine Schweinerei. Und da musste man dann immer gucken. Sven, erzähl du mal weiter, wie es dann so voranging. Ja, also am besten ist, wenn man einfach auch dann zwischendurch mal eine Pause macht, und vielleicht sogar sagt, man justiert alles nochmal von vorn. Das ist ähnlich, wenn man sich ein Stück jetzt tot hört, wenn man immer wieder dasselbe Stück abmischt. Und auf der anderen Seite hast du natürlich ganz konkrete Werte also diese Vorgaben kannst du alle einstellen. Und vielleicht noch zum Verständnis. Es wird nicht in der Fernbedienung das abgespeichert, sondern es wird in den Boxen abgespeichert. Das heißt, wenn man die Fernbedienung anschließend abmachen würde, bleibt immer noch das in den Boxen erhalten. Das muss der Johannes mal erklären, das wird dann irgendwie da wahrscheinlich abgespeichert. Und dann haben wir, also nach mehreren Versuchen, waren wir plötzlich so irgendwie auf einer Linie und dann funktioniert das und dann haben wir tatsächlich mit doch, ich fand, relativ wenigen Eingriffen im Gegensatz zur ersten Messung, das dann so passabel hingekriegt, dann sagen, plötzlich ist der Punkt, das ist es. Und dann, das ist wirklich optimal gelaufen. Ich danke dir nochmal sehr herzlich, Benjamin, dass du dir da die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und dann das Allerwichtigste am Ende, hören. Weil es hilft ja nichts, wenn man dann plötzlich, wenn Operation gelungen, Patient tot, heißt es im Witz. Und in dem Fall hilft es ja nichts, wenn die Kurve gerade ist, aber es klingt einfach nicht. Das kann ja in der Tat auch mal sein. Und da spielt ja auch Geschmack auch manchmal eine Rolle. Also wenn jetzt der Kunde sagt, der Bass fehlt mir oder ich brauche mehr Oberbass. Das muss für mich wärmer klingen, weil ich jahrelang mit englischen Studiomonitoren gearbeitet habe und ich habe diese Mitten, Tiefmitten und Bässe da. Ich brauche das einfach. Dann muss man natürlich da wieder ein bisschen was reinschieben, weil das einfach der Hörgewohnheit entspricht. Ja, Johannes, das ist, glaube ich, auch so, wenn ich jetzt die Lautsprecher verkaufen würde und würde kein Reset der EQ-Kurve machen. Kann der Käufer gebrauchter KSD-Monitore erstmal einen Schreck kriegen, oder? Ja, das ist natürlich der große Nachteil, ne? Also wir haben jahrelang nicht so viel zugelassen, wie wir jetzt zulassen, weil die Gefahr ist erstens sehr groß, dass man sich verrennt beim Einmessen, ne? Wir müssen das immer, also wir betreuen das oft mit Usern gemeinsam am Telefon oder bereiten ihn vor, dass er halt erstens Zeit mitbringt, seinen Ohren traut, nicht nur der Messung traut, ne? Weil so eine Messung ist eigentlich nur mit viel, viel Erfahrung schnell und zielgerichtet auszuwerten. Ohne diese Erfahrung muss man immer wieder zweifeln. Und es gibt natürlich so eine gewisse Messgläubigkeit. Also ich habe oft Kunden dran, die mir dann Messschriebe schicken und sagen, das ist doch furchtbar, das sieht doch noch furchtbar aus, dann ist der maximale Abweichung von dem Idealen sind vielleicht noch an 10 Stellen noch ein halbes dB. Und das sieht der dann schon als furchtbar an. Also wie gesagt, diese Messgläubigkeit muss man ein bisschen reduzieren und man sollte einfach seinen Ohren trauen. Es ist immer so, wie ihr auch beschrieben habt, man kann messen, dann hat man einen Hinweis, wo zum Beispiel ein Loch ist oder wo was zu viel ist. Ich würde zuerst die Peaks versuchen wegzumachen, das heißt weniger Energie in den Raum zu geben und zu gucken, ob es dann trockener und präziser wird. Und dann erst anschließend im zweiten Durchgang versuchen, die Löcher zu stopfen, weil manche kriegt man auch gar nicht gestopft, wenn es nämlich eine echte Mode ist, dann kann man eine echte Mode, die sich jetzt dadurch, dass eine Auslöschung, die sich dadurch ergibt, dass zwei Wellen sich überlagern und dann auslöschen, dann kann ich natürlich noch viel Energie reingeben, da wird das Loch bleiben.
Insofern ist da die Akustik nur zum Teil zu überlisten. Also immer die Kurzform ist einfach messen, gucken, da ist ein Hinweis, könnte zu viel sein. Das versucht man dann so ein bisschen zu reduzieren. Da kann man auch mit Güten spielen. Also man fängt besser ein bisschen breiter an und nimmt nicht alles weg. Und dann hört man wieder hin. Und es ist einfach ganz wichtig, dass man immer wieder seinen Ohren traut und nachprüft, ob man jetzt nicht zum Beispiel auch zu viel Information wegnimmt. Ne? Also es ist auch in den mitten im oberen Bereich sollte man nicht einfach die Kurve versuchen, möglichst glatt zu machen, sondern immer kritisch nachzuprüfen. Man kann auch mal so zwischenzeitlich das Messmikrofon so ein paar Zentimeter nach links und rechts schieben, um zum Beispiel rauszukriegen, ob man gerade einen ganz kritischen Punkt erwischt hat, wo irgendeine Kantenreflexion mir gerade bei 800 Hertz irgendwas völlig zerschießt. Also so ein bisschen Geduld und so ein bisschen Selbstzweifel schaden bei diesem Vorgang nicht, weil dann hat man, wenn man es mal richtig gemacht hat, wie ihr das gemacht habt, dann kommt man relativ schnell zu dem Ergebnis, dass man jede Musik, die man hört und jede Musik, die man produziert, auch neutral damit beurteilen kann. An der Planung hat mir sehr gut gefallen von Hofer, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Auch meine Erfahrung ist es, ganz wichtig, Stereo-Dreieck muss stimmen, sonst hat man entweder zu eine breite Stereomitte oder eine zu schmale Stereomitte. Das Stereo-Dreieck muss stimmen, das ist das Erste. Und die Seitenreflexionen, die sich nie ganz vermeiden lassen, die man auch nie ganz weggedämpft kriegt, müssen auf jeden Fall auch symmetrisch sein. Das heißt, wenn ich mehr Reflexionen, Erstreflexionen von der linken Seite kriege wie von der rechten Seite, dann verschiebt sich mein Bild und dann bin ich immer unsicher und je nachdem, wo ich in der Mitte sitze oder nicht mal in der Mitte sitze, wird das auch noch schlimmer dann. Also diese erste Reflexion von den Seiten sollte erstens stark beachtet werden und zweitens halt symmetrisch sein, das von der Decke genauso. Das ist, ich kann mir das anhand von der Planung einfach schon gut klingend vorstellen. Und um noch zu sagen, ja, wir machen speziell bei unseren Lautsprechern und unserer Art und Weise der Lautsprecher bauen wir mit dem DSP eine phasenlineare Box. Das heißt, die ist nicht nur in der Amplitude linear, gerade sozusagen alle Töne gleich laut, sondern die Töne kommen auch alle gleichzeitig aus dem Lautsprecher raus und nicht wie jetzt bei einer klassisch analogen Box durch Frequenzweich und Filterung ein bisschen zeitlich verzögert. Und wenn das nun halt mal so klar ist und der Impuls so klar und schnell rauskommt und gleichzeitig die Töne gleichzeitig rauskommen, dann ist es natürlich so, dass ich mit einem normalen Equalizer, den ich davor schalten würde, dies wieder zerstören würde. Mit den Filtern, die bei uns eingebaut sind, bleibt es phasenlinear. Das ist eigentlich der Hauptunterschied zu jetzt der Vorgehensweise, dass du vor zwei Fragen vorgestellt hast, dass man sagt, ich mache einen Equalizer in meine Summe und korrigiere da, dann kann man die Pegel kann man korrigieren, die zeitliche Struktur, die in der Musik ist, wird man verzerren, wird man dann auch zerstören können. Das ist so der Hauptunterschied, warum wir das so machen, wie wir es machen. Und eins richtig, noch, natürlich ist es so, ja. Die Filter werden in der Box abgespeichert, aber man kann jederzeit einen Reset herbeiführen, indem man die drei Regler, die auf der Rückseite sind, Volume, Höhe und High- und Low-Shelf, auf Minimum dreht, dann den Lautsprecher einschaltet und dann wieder auf Normal dreht, dann sind die Filter resettet. Das ist so die Reset-Einstellung. Ah, live aber lieber nicht machen. Einen kleinen Live, nee, das machen wir jetzt nicht, weil bei dir klingt es ja jetzt auch. Und ja, ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, Sven, darf ich ganz kurz noch mal einhaken? Das ist mir übrigens wirklich aufgefallen. Ich habe in meiner 40-jährigen oder 45-jährigen Tätigkeit als Musiker anfangs und dann auch als Produzent, ich war schon in den Dirk-Studios, da hattet ihr wahrscheinlich alle noch Hemd und Hose in einem Stück, da war ich schon mit meiner ersten LP als 15, 16-Jähriger unterwegs. Und ich glaube, ich habe noch nie wirklich so ein gutes, und das sage ich jetzt auch nicht als Reklame, sondern einfach, weil ich von überzeugt bin, so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wie bei den Boxen von Johannes gehabt. Ich habe schon Westlake Audio gehabt, ich habe Genlex gehabt, ich habe Sachen auch mit Subwoofer schon betrieben. Und ich muss sagen, ich habe hier zum ersten Mal wirklich das Gefühl, dass du bei Boxen in fast jeder Lautstärke ein Gefühl hast, das stimmt irgendwie.
kommt zusammen mit dem Raum richtig, aber ich glaube natürlich auch, diese Lautsprecher sind von ihm mit sehr viel Herzblut entwickelt worden. Und ich meine, Benjamin, du hast ja auch schon beide Versionen davon gehabt und ich muss wirklich nochmal gratulieren. Also die Dinger gebe ich nicht wieder so schnell her. Ich habe aber noch einen anderen Tipp. Ich habe hier mir einen relativ vernünftigen Kopfhörerverstärker besorgt. Das ist der Phonitor 2 von SPL zusammen mit Neumann NDH30 Kopfhörern. Ich muss auch sagen, wo man immer ganz gut miteinander vergleichen kann und das auch ein bisschen aufeinander abstimmen kann. Also die Boxen klingen wie die Kopfhörer im Kleinen, nur mit einer etwas, sagen wir mal, mehr Bassunterstützung. Und ich muss sagen, wenn das so ein bisschen abgestimmt ist, kann man nämlich nahtlos, wenn man tagsüber mit den Boxen arbeitet, abends beispielsweise mit den Kopfhörern weiterarbeiten. Und da hat man wirklich eine ganz gute Referenz, wenn man ein vernünftiges Kopfhörersystem hat, wie das alles so zu klingen hat. Also ich empfehle jedem noch zusätzlich wirklich ein paar vernünftige Kopfhörer und einen vernünftigen Kopfhörerverstärker. Das ist ja fast ein perfektes Schlusswort. Ich muss auch sagen, wir haben mit Raumakustikmaßnahmen von Hofer Akustik und den Lautsprechern am Ende wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis bei dir erzielen können, zu einem absolut in Preis, der wirklich in Ordnung ist. Natürlich sind die Cast Digital A200 schon in der oberen Mittelklasse, sage ich jetzt mal, vom Preis. Aber wenn man sich da mal umguckt, was es dann Vergleichbares gibt, auch mit der Basswiedergabe und so weiter, dann Made in Germany, dann wird das Ganze schon wieder ja gar nicht mal so teuer. Und als Profimusiker ist es ja auch so, dass man das als Werkzeug braucht. Und ich kann auch noch mal sagen, als Klangeindruck, es ist so ein bisschen so, wenn man jetzt von Lautsprechern kommt, die so ein bisschen eher wärmer abgestimmt sind und milchiger, sage ich das mal, dann ist es ein bisschen so, als wenn man wirklich einen Flutscheinwerfer anmacht. Also manche sind dann auch überrascht wegen der Details, die einen dann sozusagen anspringen. Und also es ist manche, wie die aus dem Kellerloch kommen und da wird ein helles Licht angemacht. Viele kommen damit nicht ganz klar oder man muss sich da erstmal drauf einhören. Man hat aber natürlich auch die Möglichkeit, durch High- und Low-Shelf da ein bisschen entgegenzuwirken. Also ich bin da auch sehr, sehr glücklich und würde sagen, ich bedanke mich bei Sven, dass du das Experiment auch mitgemacht hast. Das ging ja auch so über den Kontakt Non-Eric, MusoTalk, zu Hofer Akustik, zu Johannes Siegler und am Ende kann man sagen, alle sind glücklich. Und ich möchte mich bedanken bei Sven, bei Kevin und bei Johannes.